Meine Damen und Herren, what's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu Conan Exiles. Das ist ein Monat her. Muss mich erst wieder einleben. Hab's gleich. So, in der heutigen Folge machen wir das, was wir noch nie zuvor getan haben. Wir erkunden die linke Seite der Insel. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt irgendwas ganz Besonderes erwartet. Nein, das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die ich in diesem Spiel noch nie getan habe. Die linke Seite der Insel erkunden. Zum Beispiel die Stadt mal vernünftig erkunden. Und die Wege hier unten auch ergründen. Also ich war, wie gesagt, hier. Ich bin auch mal so die kleinen Wege gelaufen hier, wie ihr seht. Da habe ich auch ein bisschen gefarmt. Aber da kommt man auch vom Strand aus hin und ich nutze gerne leichte Wege. Warum auch nicht? Ja, das heißt, wir gucken uns jetzt das Ganze hier mal ein bisschen genauer an. Und ich weiß noch nicht, wie wir diesen Monat verbringen. Vieles davon ist bestimmt spontan. Vielleicht? Wir wollten die drei großen Lager mal komplett tot raiden, ne? Ja, also das hier ist ja mehrfach tot. Das hier haben wir ja auch quasi schon durch. Naja, egal. Jetzt gibt's das Intro und dann geht's los. Hallöchen. Ja, die ist wieder dabei. Tut mir leid. Grausam. Ja, ihr habt das losgezogen, das halt am kürzesten war. Und das hieß, dass ich wieder da bin. Der Satz ergibt überhaupt... Ach, ist ja auch egal. Ja, davon ist was Rotes. Nicht? Ich habe ja gesagt, es gibt Ablenkung. Kennst du das nicht, wenn man diese Lose zieht und der den kürzesten zieht? Ja, der... aber nicht bei Losen. Das ist bei Strohhalmstöckchen oder Streichhölzern. Ja, man kann es ja auch Lose nennen. Ja, ja. Nicht gleich die Flinte nach Athen tragen, ne? Ja, ja. Ich wollte es halt versinnbildlichen. Also willst du sagen, du warst die Niete? So habe ich das jetzt nicht ausgedrückt. Naja, den kürzesten ziehen ist sinngemäß dasselbe wie bei einem Los die Niete ziehen. Lass uns einfach das Thema wechseln. Sonja? Also ich könnte ja auch mal eine Waffe mit in der Hand nehmen. Apropos? Wart ihr nicht eben noch zu zweit? Ach da. Boah, wie langsam ist der denn? Ich wollte gerade sagen, also der hat aber eine schlechte Ausdauer. Tja, Sonja, damit geben wir uns gar nicht ab mit so einem Pack. Vielleicht solltet ihr nicht das Schießen trainieren, sondern das Laufen. Sonja? Wieso gehst du eigentlich heute auf Dolche? Was ist denn? Ach, mach du, wie du willst. Warte, die können sich doch prügeln. Ich bin für den Hund. Ach, jetzt, weißt du, was ich gar nicht geprüft habe? Ob Markus Pfeile hat? Er hat gerade geschossen. Und ach schon so, wieder. Okay. Er hat Pfeile, und zwar Sternmetall. Die hängen nämlich im Kopf der Gegnerin. Ja, ja, sammel die mal ein und gib sie mir nachher wieder. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Ey, stopp! Chemitischer Kämpfer. Ja gut, dann geh an mir vorbei. Ui, ja klar, du aber nicht. Natürlich, die nackte Frau mit den schönen Brüsten kommt zu mir. Ja, gibt Schlimmeres im Leben. Und? Oh, nicht getroffen? Bogenschützen sind so erbärmlich. Na? Komm, Markus, noch ein Pfeil, dann hast du sie erledigt. Geh doch. Willst du wirklich auf Dolche bleiben? Na, mach doch, was du willst. Hä, wieso habe ich einen Blutungsschaden? Irgendein Bogenschütze hat dich anscheinend erwischt. Was haben wir hier? Die verstärkte Stahlkeule. Falls du noch was zum Einkaufen brauchst für unterwegs, ich habe meinen Liebesknüppel, aber hier ist eine verstärkte Stahlkeule drin. Ach, wen haben wir denn hier? Dein Liebesknüppel müsste ausreichen. Augenblick mal. Ich hätte ja noch nicht mal irgendwelche Seile. Nein! Das kann ich so nicht stehen lassen. Sag bloß, da ist wieder mein Herz drin. Was? Herz? Herz eines Helden? Nein, ich muss diese Käfige aufmachen können. Aber offenkundig habe ich was im Lager vergessen. Ja, das heißt dann wohl, ich brauche ein wenig YouTube Magic. Ich werde dich zwischendurch immer mal fragen, ob wir irgendwas brauchen, damit ich nicht alles unnütz mitnehme. Hast du die jetzt schon aufgemacht? Was aufgemacht? So, ich wusste, ich habe was vergessen. Ah, wie blendet man nochmal den Chat aus? Geht der nicht von alleine weg nach? Warte mal. Drücke Steuerung, was? Enter, hochscrollen, drücke Steuerung T, um diesen Chat auszublenden. Steuerung T. Danke! Käfig öffnen. Dankeschön. So, jetzt komm raus. Was bist du? Ach, nur ein Verbannter 2. Du bist ja gar nichts wert. Geh nach Hause. Du
Das ist ja ein bisschen fies, ne? Ein bisschen. Du brauchst mich gar nicht fragen, ob wir irgendwas mitnehmen. Nimm einfach Essenzen mit, diese Fragezeichen-Dinger, Gold- und Silbermünzen gehen auch immer. Das hat sich gereimt. Ansonsten. Stahl und sowas, oder? Boah, Stahl, verstärkter Stahl. Hm. Eisen nicht. Das haben wir so viel am Haus. Ach, ein Wildhund. Ich dachte, das wäre ein schwarzer Wolf. Aber eigentlich müssen wir die Leute ja im besten Fall mit abbauen, damit wir weiter Menschen. Ach nee, wir haben ja jetzt. Können wir später menschliche machen. Begleiter. Ja, Menschenfleisch brauchen wir trotzdem. Die Tiere wollen ja versorgt werden, wenn die Säuberung ist. Sonst sterben die uns ja nach einem Schlag weg. Meinst du, wir müssen also immer noch ordentlich. Was waren das? Würstchen besorgen? Blutwurst. Blutwurst. Auf jeden Fall. Zudem macht Spaß, die ganzen Leute zu zerhacken. Ich gehe mal eben Richtung Wasser, weil ich mal... Ja, ich brauche Wasser, also... Ich könnte jetzt meinen Schlauch benutzen, aber... Nö. Hier unten ist doch ein großes Meer, was ich leer saufen kann. Oh. Das ist aber sehr spät gespawnt. Das sieht aus wie ein Riesenkroko. Das ist ein Riesenkroko. Geh mal hin, Sonja. Ja, könnte sein, dass es der Boss ist. Sehen wir gleich, wenn Sonja stirbt. Wieso wollte ich eigentlich König sein? Okay, die Hyäne wollte sich mit dem anlegen. Und so. Warum rennt Sonja zu dir? Weil sie out of range war. Na, bist du ein Boss? Ja, da ist ein Boss. Markus greift an. Ach, der hat bestimmt wieder so eine Peitsche-Attacke oder so mit dem Schwanz, ne? Aha. Vorsicht. Wow. Verdammt, das sind Schildbrecher mittlerweile? Ja, jetzt wird's witzig. Okay. Ich hoffe nicht. Achso, ich habe ja auch einen Bogen. Danke für die Erinnerung. Komisch, und das als Bogenschützin, was? Hey, ich habe ja auch das Kurzschwert dabei. Ja, für Nahkämpfe. Aber im Normalfall kämpfst du nicht aus der Nähe. Ich vergaß. Ich habe in letzter Zeit zu sehr im Nahkampf agiert, Ben. Die arme Sonja, lebt die noch? Jo, da ist sie. Du, vielleicht werden wir mal schneller, wenn du nicht die Dolche nimmst. Vor allen Dingen, wenn sie nicht die ganze Zeit in ihm wäre. Ich stelle mich jetzt auf seinen Kopf. Vielleicht stirbt er dann. Die Frage ist, wenn sie in ihm ist, treffe ich Sonja oder ihn? Kannst Sonja nicht treffen. Kann ich mich kurz heilen? Ja. Agro ist weg. Schön. Meine Güte. Also so ein Schild bringt echt nicht mehr viel. Ich sollte langsam echt auf Bogen umswitchen. Ach, guck. Hat er sich hingelegt. Das ist aber nett. Zack. Dietrich bekommen. Ich wollte ihn gar nicht ganz abbauen. Mist, jetzt habe ich zu viel Wildfleisch dabei. Und Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Hä? Okay. Der lag da gerade noch und dann ist er gespawnt. Ich dachte, du hättest ihn in dem Moment aufgehoben. Ich habe ihn abgebaut, ja. Aber der Pfeil, den habe ich nicht abgebaut. Nein, der ist wahrscheinlich einfach weg gewesen. Was? Oh, hier lauft ihr rum? Ich dachte, ihr existiert gar nicht mehr. Das sind diese Fischmenschen, ne? Sind entweder nur in dem Dungeon, der hier anscheinend sein muss. Oder die sind bei Dagon in Teil 1. Boah. Wir sind nicht mal in der Stadt und mein Vorrat ist gleich leer. In den Dungeon habe ich die ja bei dir schon gesehen. Ich glaube, das war doch... Das war deine Jubiläumsfolge, ne? Wo du alle Dungeon abgelaufen bist. Brauche ich auch nicht mehr an einem Tag. Die sind echt übel. Och, Markus! Ernsthaft, du solltest den vielleicht wirklich nicht auf aggressiv stellen. Warte mal. Ich glaube, ich nehme Sonja jetzt gleich die Dolche weg. Ich finde das irgendwie nicht witzig, dass ich eine Zweihandkämpferin habe, die mit Dolchen rumrennt. Und sie ist dabei nicht mal sehr... wobei doch, sie ist sehr aggressiv. Dann ist sie halt nicht sehr effektiv. So, Markus, jetzt komm mal hier hin, damit ich dich einstellen kann. Oh. Der packt jedes Mal beim Schwimmen die... Au! Warum kann er so weit spucken? Ja, weil es Fische sind. Weiß nicht, die haben das anscheinend geübt.
Markus, komm aus dem... Hier sei schon Markus. Komm aus dem Wasser raus. Meine Güte. Ich sag's ja, bevor wir überhaupt oben ankommen, haben wir 5000 neue Dinge erledigt. Jetzt bleib mal hier stehen. Zurückkehren. Oder einfach nur einstellen, nicht alle Ziele angreifen. So, was hat er denn? Angreif. Ach, hier nein. Verhalten und dann auch Taktik? Nein. Taktik ist Fernkampf bevorzugen. Verhalten, Aktivität, genau. Entweder auf bewache mich oder... Ja doch, bewache mich. Stell dich mal ein. Aber jetzt weißt du auch mal, wo es steht. Nicht wirklich. E gedrückt, halten, verhalten. Es wird aber ganz schön dunkel, wa? Aha. Moment. Jetzt schieben ich sehe schon Licht. Die ersten Sterne. Ja, und ich möchte, dass andere Leute überhaupt was sehen können und deswegen mache ich Sterne weg. Solche hochklettern? No. Ach ja. Wenn ich das schon wieder in einem Spiel kann, wieso dann nicht nutzen? Es tut auch mal gut, wieder in irgendeinem Spiel hochklettern zu können, ohne gleich zu sterben. In welchem Spiel bist du denn gestorben beim Hochklettern? In allen, weil man nicht klettern kann. Ach so. Ja, ich bin mir unsicher, ob die Ausdauer... Also meines war gerade zur Hälfte. Schön. Ach, wir hätten auch einfach da hinten an Land gehen können. Nur gut, wusste ich gerade nicht. Egal. Shit happens. Könnte den Mahlstrom ja mal wieder anmachen, ne? Der ist nämlich immer noch aus. Okay, wir sind immer noch nicht bei der Stadt. Aber die Folge ist zur Hälfte rum. Ich bin begeistert. Ja, ich habe gerade auch kurz auf die Karte geguckt und habe gedacht, Mensch, wir sind quasi 2 Meter gelaufen. So von der Entfernung her. So, jetzt komm mal her. Gib mir mal deine Dolche. Nimm sie dir ins Inventar, aber nimm das Ding hier. Meine Güte, Fräulein. Ja, aber vielleicht will sie einfach damit üben. Die soll jetzt nicht üben. Die soll leveln und das geht am besten, wenn ein Gegner mit einem Schlag umkippt. Ihr sagt das mal meinem Markus. Die werden nicht mit einem Schuss sterben. Dabei hat er schon Sterbmittel. Ja, warte mal, wenn der auf 30 ist. Siehst du? Ein Schlag. Ich meine, das ist ja ganz praktisch. Wir können ja auch Markus theoretisch die Dolche geben. Der ist ja quasi ein Schurke. Ich weiß jetzt hier echt nicht, wer hier gerade wen angreift. Aber ist jetzt beide egal. Beide dich? Ich glaube, die Hyäne ist getriggert worden von dem Vogel und der Vogel von mir. Achso, ich habe gerade keine Hyäne gesehen, oder ich war blind. Aber wie können dann beide mich angreifen, wenn es keine Hyäne gibt? Warte mal, ich bin mir sicher, wir können hier gerade falsch... Ja, tun wir. Laufen wir müssen falsch? Nämlich nach Norden. Ja, ich muss jetzt echt mal wieder anfangen, dieses Spiel öfter zu spielen. Ich dachte, man kann außen rumlaufen. Kann man. Muss man aber nicht. Nö. Ich nehme jetzt einfach nämlich den direkteren Weg. Wie okay, kann man mit diesen Schuhen klettern? Oh, ich brauche unbedingt eine Tänzerin. Ich habe immer noch ein Verderbnis. Geh doch in mein Schlafzimmer, da steht immer einer. Ja, hättest du mir das mal eher gesagt. Als ob man mich nicht kennt. Das ist mein Server, hallo? Da gibt es an allen Orten, wo ich mich aufhalte, hübsche Frauen, die rumtanzen. Ich habe mir mehr Gedanken gemacht, dass ich die Sachen alle richtig einsortiere. Verständlich. Auch das falsche Gebäude. Ach so. Dein Getreuer ist aufgestiegen. Ich weiß nur nicht, ob es meiner ist oder deiner. Deiner wahrscheinlich, weil mir wird nichts angezeigt. Ach so. Stufe 10. Moment, was hatte sie denn? Sie hatte doch schon vorher Stufe 10 gehabt, oder nicht? Die ist jetzt Stufe 14, tatsächlich. Mal, nächste Upgrade, glaube ich, bei 15. Markus ist Stufe 6. Oh, da krieg ich dann auch gleich ein Upgrade auf 10. Ja, wir sind ja irgendwann gleich mal in der Stadt. Ach, da oben ist sie. Wenigstens können wir uns jetzt weniger verlaufen, weil wir sie sehen. Da oben? Luftschloss? Ja, tatsächlich. Nicht so hoch. Puh, das könnte witzig werden. Die ist nämlich voll mit Untoten. Yay. Also Blutungsschaden ist nicht. Ach, verdammt. Also meine Ausdauer ist echt ein bisschen mau. Das Problem solltest du angehen, bevor wir in der Stadt sind. Da unten wurde irgendwas zerfleischt, ich sehe Blutspritzer. Meinst du, wir kommen hier heile runter?
Definitiv nicht. Testen wir es mal. Tot. Verdammt, ich war heile unten angekommen. Ja, ich hatte nicht exakt volle Leben. Ich bin tot. Das ist schlecht. Jetzt bin ich endlich mal heile angekommen und... Oh, verdammt. Katz. Wo sind wir? Oh. 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 Okay. So geht's auch. Hä? Wir stehen da oben, wo wir gestorben sind, weil ich hier das letzte Mal gekämpft habe. Ja, praktisch. Hattest du hier schon Ratteschmerzen aufgebaut? Natürlich. Hier ist ein Vorposten. Hier ist alles. Oh, praktisch. Sehr schön. Oh, freak sake. Genau, wo ist denn dein Mädel? Also meiner ist gerade gespawnt, der stand da auch noch nicht. Okay. Da bin ich, da ist sie. Ah, die wird schon nachkommen. Irgendwann hole ich sie mal. Obwohl, nein, die soll mit leveln. Wow. Ich würde ja sagen, ihr bleibt hier, aber das wird wohl nichts. Ach, ja. Kannst du sie nicht retten? So ja, dann ist aber ihre Ausrüstung weg. Das sind sehr schöne große Stadttore. Ah, ich glaube, in dieser Stadt wurde uns sehr kalt. Und hier gab es Untote. Also alles, was ich nicht mag. Und Verderbnis. Was, aber Kälte magst du doch, oder? Ja, aber in diesem Spiel nicht. Weil es ja keine Rüstung mehr gibt, die vernünftig dagegen schützt. Ach, das ist gut. Ich höre Menschen. Er steht da oben. Ja, ich kann ihn nicht erschießen. Ach, da oben. Der ist da oben. Ups. Na, trifft sie? Und er fliegt erstmal hinten rüber. Na, wo bist du? Steht noch da. Ach, da. Und weg ist der Kopf. Finde ich gut. Ja, klar. Ja, hallo? Hast du mal hochgeguckt? Ja, ich habe es ehrlich gesagt beobachtet. Okay, also bis jetzt ist die Stadt noch recht ruhig. Gemütlich, so kann es bleiben. Lebendig. Also ich mag die Stimmung. Hä? Hier ist Nebel, das ist Umgebung. Ja. Ich sehe es blinken. Das bedeutet Geister. Schön. Oh nein. Zeig mal, was du für Waffen hast. Reißende Großaxt. Ich glaube nicht, dass die gegen Geister hilft. Ach, du schaffst das. Wir werden es jetzt erfahren. Andere Gegner sterben. Ja. Hängt der Pfeil drin? Nein. Verdammt. Aua! Dammich nochmal! War da ein Bogenschütze? Irgendwo kam doch ein Pfeil her. Ja, hier ist es sehr kalt. Das ist ungut. Ich hoffe, die Temperatur hält sich halbwegs. Oh, ups. Ich habe wieder aus Versehen automatisch geschossen. Gut, dann warst du das. Aber ich rechne damit, dass hier sowieso gleich irgendwann Skelettbogenschützen sind. Okay, da hinten ist auch wieder ein Eindeutigkurs. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Okay, links ist das Heiligtum der Schlange, da müssen wir nicht hin. Ah, freak's sake. Gut, dass deren Äxte nicht auch durch Schilde gehen, wie unsere. Das war mein Rücken. Das war ich nicht, das war Markus. Falls Ach, du ja. einen Pfeil abbekommen hast. Habe ich. Ich kann Untote sowas von nicht leiden. Hab jetzt schon keinen Bock mehr auf diese Stadt. Da gehe ich doch lieber irgendwo dahin und kämpfe die ersten Menschen. So, jetzt hier, komm. Die schlafen. Blödes Leuchtikusvieh. Gut, also links ist das Heiligtum der Schlange, geradeaus sind die Ruinen von Kschottl. Whatever. Achso, du hast die alle schon entdeckt, ich nicht. Nope, das sind zwei Sachen, die ich nur kenne. Achso. Deswegen bin ich ja hier. Also da rechts müssten wir nochmal durch, das sieht spannend aus. Mhm. Cliffhanger. Wollen wir hier eigentlich alle nachher aufräumen oder wollen wir die auch stehen lassen, es sei denn Markus schießt vorher?
Ja, du wolltest doch gerade die Dinge, die ich schon habe. Eins ist die Brücke da hoch und das andere ist da vorne rechts. Oh, ja, jetzt habe ich die Ruinen auch. Ja, gut. Das andere ist direkt hier oben am Ende der Brücke. Und da sind auch Bogenschützen. Ich sehe doch, dass sie einen Bogen halten. Schieß doch. Jetzt lauf nicht weiter nach hinten, dann kann ich nicht schießen. Ich bin aber froh, dass Sonja direkt auf den Bogenschützen gerannt ist. Was machen Krokodile hier? Du hast gerade dem Kroko in den Kopf geschossen. Ja, wollte ich auch. Ach so, dachte, der ging einfach mit dem Skelett vorbei und hat den Kroko erwischt. Nee, ich habe mir gedacht, du bist mit dem Skelett beschäftigt, also kümmere ich mich ums Kroko. Moment, das war Sonja. Ach so, ja oder so. Oh, hier gehe ich nicht näher ran. Nicht für deinen Erkundungspunkt. Verderbnis, ne? Ja, du brauchst die Erkundung, nicht ich. Wie nah muss ich denn ran? Bis es aufploppt. Plopp? Muss ich da rein? Jetzt, Heiligtum der Schlange. Das ist aber ein bisschen übertrieben. Das hätten sie aber auch ruhig mal 15 Meter davor machen können. Ich musste, ja, fast sozusagen reinlaufen. Warte das mal, zählt erst, wenn du die Tür ableckst. Ein Kroko. Ich habe meine Zunge nicht rausgestreckt. Was? Nein. Das zählt erst, sobald du die Tür ableckst. Ja, deswegen sage ich ja, ich habe meine Zunge aber nicht rausgestreckt. Ja, woher Ablecken. Weißt du das? Ja, weil... Oh. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Wie geil war das denn? Hast du das gewusst, wenn du ein Schwert in der Hand hast und Steuerung drückst, dass du quasi so eine Rückfall... Rückwärtssalto? Ja, nee, ein Salto nicht. Die schlägt und springt einmal nach hinten. Das geht aber nur mit einem... Das geht nur, wenn du kein Schild hast, glaube ich. Ja, oh. Ich habe keinen. Oh, es sind mehr Gegner, als ich dachte. Warte mal, wo bist du denn lang gelaufen? Einfach geradeaus. Du bist da. Achso. Zum Cliffhanger. Genau. Du hast immer so einen Spaß daran, die anzukündigen. Habe ich das? Ich würde sagen, alles, was sich hinter diesem halboffenen Tor befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao mit V. Wisst ihr, was ich daran so mag? Wieso öffnet sich das immer? Wisst ihr, was ich daran so mag? Ich muss nichts ankündigen. Ist doch absolut genial, oder? Tja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen holperig war und es den ein oder anderen Cut gab. Ist aber nicht schlimm. Ich will euch einfach nur nicht mit extremen Laufwegen aufhalten. Aber von hier nach da wusste ich, dass Dinge passieren werden. Also musstet ihr das sehen, okay? Wir gehen auf jeden Fall in der nächsten Folge mal da hoch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es sich wirklich lohnt, wenn ich mir die Karte so angucke. Vielleicht erkunden wir auch nur noch so ein bisschen die Stadt. Letzten Endes ewig werden wir uns hier eh nicht mehr aufhalten. So viel Spannendes ist hier halt einfach wirklich nicht. Wir können uns ja mal danach die rote Zone angucken. Entweder nächste Folge oder übernächste. Aber ich habe gesagt, wir erkunden die linke Hälfte der Insel. Hier gehen wir auf jeden Fall noch hin. Da habe ich nämlich noch was, was ich finden muss. Das kenne ich aus meinen eigenen Guides. Aber ich war selber noch nie da, wie ihr seht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Like oder Dislike das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Valadoris. Euer Wolf.